Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jade Empire. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier in den, in den Gärten der Gelehrten, glaube ich. Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Wenn ich es jetzt richtig sehe, geht es hier bis hierher weiter, dann hierher. Und dann haben wir drei Wege, die alle in dieses zum Debattierplatz führen. Hier haben wir einiges zu tun. Unter anderem müssen wir hier diesen gelehrten Dongo finden, der uns zu diesen Inquisitionsrekrutierer führt. Dann haben wir den Fremdländer da, mit dem wir ja ein bisschen reden müssen und zu verhandeln müssen. Und ich glaube, Yukong war das. Der sollte auch hier sein, von dem wir erst gehört haben, dass der dass auf den ein Kopfgeld ausgesetzt worden ist von einem eifersüchtigen Ehemann. Jetzt habe ich es, was ich sagen wollte. Und der soll sich möglicherweise auch im Garten der Gelehrten verstecken. Da bin ich mal gespannt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal hier um. Eine Vase, die war nicht kaputt. Okay. Sieh an, wen haben wir denn da? Diesmal ist keine Prinzessin in der Nähe, die euch retten könnte. Glaubt ihr, wir würden so etwas einfach vergessen? Uns demütigt man nicht so ungestraft. Und jetzt? Euch werden wir lehren, die Wachleute der Kaiserstadt zu beleidigen. Und jetzt wollt ihr mich wirklich angreifen? Die kommen gar nicht mehr. Die kommen gar nicht mehr dazu, groß was zu machen, je nachdem, wenn man schnell ist. Weil sie immer nur zurückgeschleudert werden. Das Problem hatte ich ja selber schon mal, dass ich immer so zurückgeschleudert worden bin und ein bisschen gestunt worden bin und nichts machen konnte. Jetzt machen wir das genau dasselbe mit denen. Ah, auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Ein Buchständer. Das fassbare Universum, eine Entgegnung. Dem Gelehrten Zhao Qiang ist der Kerngedanke im Argument der Philosophen wiederum entgangen. Wir möchten weder die Entwicklung hemmen, noch Leute davon abhalten zu lernen. Philosophen liegt daran, so viel wie möglich über ihre Welt zu erfahren. Wir streben allerdings danach, das Werk des Himmlischen in der stofflichen Welt zu erkennen und jenen entgegenzutreten, welche die Tradition der Vergangenheit achtlos beiseite schieben, nur weil sie ihnen unbequem oder altmodisch erscheinen. Das Lernen von Neuen und der Respekt für das Alte müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Wir versuchen lediglich auf eine Weise zu lernen, welche die himmlischen Wesen nicht entehrt, die uns unser Leben geschenkt haben. Ja, ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Okay. Noch eine Schriftrolle. Da haben wir eine Konfiguration der Schlange, eine neue Konfiguration. Sehr schön. Schauen wir uns die doch gleich mal an. Wo haben wir sie? Ja. Ihr habt diese akademische Aufzeichnung gefunden und für alle Fälle behalten. Der Kern des Arguments lautet darin: Wer glaubt, eine Maschine könne auf dem Prinzip aufbauen, eine Bewegung ausgerechnet mit einem Tiger zu beginnen, ist dem Wahnsinn nahe. Also Tiger haben wir da schon mal. Und als würde das noch nicht genügen. Keine von Menschenhand gemachte Maschine kann mit Eisen angetrieben werden, das mit Nickel verschmolzen ist. Das dabei entstehende Metall ist hart und reagiert kaum mit anderen Stoffen. Okay, also Tiger, Eisennickel. Ich schreibe es mir später auf. Selbst die Anwendung elektrischen Stromes und die Einleitung von Kaminrauch in einen mechanischen Kessel, wie es vorgeschlagen wurde, könnte kein nützliches Ergebnis hervorbringen. Also wir haben elektrischen Strom, da hat man ja, glaube ich, auch was für elektrischen Strom. Den Kamin und die mechanische Kessel. Okay. Da müsste... Und ich glaube, ein Zinn. Ja, da haben wir einen Barren Zink-Eisenhammer. Das heißt also, wir könnten, wenn wir zurückkommen zum Flugapparat,
dahin nochmal fliegen zu der Schmiede und uns verbessern. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. So, wen haben wir da? Oh, das ist schon gelehrter Dongor. Okay. Das ging schneller, als ich erwartet habe. Willkommen, werte Freundin. Es ist noch ein wenig zu früh für die Belehrungen, doch euer Eifer gefällt mir gut. Dankeschön. Über die Sitzordnung braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Diese lästigen Philosophen haben dafür gesorgt, dass nur sehr wenige Leute zu den Belehrungen kommen werden. Ich würde sagen, wir stellen einfach erstmal ein paar Fragen. Dazu kommen wir später. Aber gewiss, wer nicht fragt, wird auch nichts lernen. Was kann ich heute für euch tun? Eine nette Ding. Wer nicht fragt, der wird auch nichts lernen, das ist wahr. Erzählt mir erstmal was über den Garten der Gelehrten. Ich denke, wir machen die ganzen normalen Gespräche durch, bevor wir mit den Inquisitoren-Rekrutierer anfangen. Boah, schwieriges Wort. Ah, lasst euch von diesem Namen nicht täuschen. Dort gibt es weniger Gelehrte, als ihr vielleicht denkt. Diese sturen Philosophen sind viel zahlreicher als wir. Die Philosophen glauben, dass die Götter alles lenken. Alles, vom Sonnenaufgang bis zum Wechsel der Jahreszeiten. Endet der Sommer zu früh oder zu spät, dann sicher, weil die Götter uns zürnen. Natürlich weiß jeder, der sich die Mühe macht, hinzuschauen, dass die Vögel das Wetter lenken. Ich habe bemerkt, dass die Vögel mit ziemlicher Genauigkeit die Jahreszeiten vorhersagen. Oh je. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es hier im Garten oder allgemein in der Kaiserstadt zwei Arten von Wissenschaftlern oder Gelehrten halt. Also die Gelehrten und die Philosophen. Die Philosophen sind eher so, wie wir gehört haben, dass sie nicht gegen den Fortschritt sein wollen, aber halt trotzdem die himmlischen Wesen quasi ehren wollen. Und die Gelehrten wollen das anscheinend nicht. Okay, wirklich? Wie machen sie das? Ich habe die Theorie, dass die massiven Vogelzüge im Herbst und im Frühjahr tatsächlich die vorherrschenden Winde dazu bringen, ihre Richtung zu ändern. Wenn die Vögel kurz vor dem Herbst nach Süden fliegen, ändern sie die Windrichtung. Dann weht kalte Luft aus dem Norden zu uns, bis die Vögel im Frühjahr zurückkehren. Es ist wirklich ganz einfach, aber versucht einmal das einem Philosophen zu sagen. Ja. Erinnert mich an die heutige Zeit mit diesen ganzen Verschwörungstheorien und bla bla bla. Ja. Ja, es ist, du hast die falschen Schlüsse aus deinen Dings gezogen. Mein Freund, du hast da die falschen Schlüsse rausgezogen. Aber forsch weiter, vielleicht kommst du ja noch auf die richtige Idee. Warum misstraut ihr denn Philosophen? Versteht mich nicht falsch. Ich mag die meisten Philosophen, aber ihre starre Anhaftung an alte Überlieferungen macht den Umgang mit ihnen recht schwierig. Ständig predigen sie Frieden und Harmonie. Also wirklich, wir töten und unterdrücken die Kreaturen dieser Welt, damit wir überleben können. Wo liegt darin Frieden? Wie lang kann ein Mensch überleben, ohne Fleisch zu essen? Was ist mit dem Getreide, aus dem wir unser Brot backen? Oder den Tierhäuten, die wir für alles Mögliche benötigen? Wir sind ständig damit beschäftigt, zu verbrauchen. Frieden und Harmonie sind wunderbare Ideale, aber in der Natur überlebt nur der Starke. Und er tut es nicht, indem er friedlich lebt. Hm. Das ist jetzt wieder eine These von den Gelehrten hier, die ich eigentlich nicht so mag, weil Frieden und Harmonie sind ziemlich gut und man kann damit auch leben. Es heißt nicht, dass man in der Natur nur der Starke überlebt. Ich meine, ist oft so, aber es muss nicht so sein. Man kann auch anders das machen. Da mag ich es eher die Philosophen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatten wir. Jetzt hat man, glaube ich, wovon werden eure Belehrungen handeln? Ich bin froh, dass ihr danach fragt. Ich werde über meine Theorie zur Entstehung der Wolken sprechen. Das war meine erste große Entdeckung, obwohl sie nicht sehr anerkannt ist. Noch nicht. Oh je. Grundprinzip ist eigentlich recht simpel. Ich bin nach langen Studien zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Wolken aus der Feuchtigkeit entstehen, die unseren Körpern entweicht.
Ist das Wetter kühl, kann man deutlich sehen, dass den Mündern der Leute kleine Wölkchen entschlüpfen. Ähnliche Wölkchen dampfen aus der Haut der Menschen, die bei kaltem Wetter anstrengende Arbeiten verrichten. Diese Dämpfe steigen auf und sammeln sich um die höchsten Gipfel. Dort ist es fast immer wolkig. Das war eine meiner größten Entdeckungen. Und sie ist auch falsch. Aber ja, gut. Du solltest weiter forschen. Also, wie du schon sagtest, wer nicht fragt, der lernt nichts. Deine Thesen sind interessant, aber vollkommen falsch. Ja, aber... Müsstest, ja, das ist immer so die Sache. Du müsstest erst deine Fakten beweisen, was du jetzt nicht kannst, weil das nicht so ist. Vielleicht, wenn du weiter forschst, kommst du doch noch auf die richtigen Schlüsse, dass nicht die Vögel das Wetter bestimmen, sondern dass die Vögel, ja, wegen dem Wetter nach Süden verschwinden und zurück und so weiter und so fort. Und ja, interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. Ich würde sagen, mit dem Gespräch sind wir fertig. Jetzt können wir mal nach den Inquisitoren-Rekrutierer fragen. Was? Was für eine Frage. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, aber es wäre wirklich nett, wenn ihr solche Fragen nur sehr leise stellen würdet. Ja, kann ich verstehen. Keiner hier vermutet, dass ich etwas anderes sein könnte als ein übereifriger Gelehrter, und so soll es auch bleiben. So, ihr wollt also etwas über den Rekrutierer wissen. Ihr habt doch eine Flugmaschine, nicht? Ja, ich weiß davon. Geht zurück zum Landeplatz. Jemand wird euch dort treffen. Okay. Es ist... Falle. Ich meine, die suchen ja... Theoretisch suchen sie nach uns, aber sie wissen nicht, wie wir aussehen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine Falle ist. Wer nimmt es? Ja, sagt den Inquisitoren-Rekrutierer. Ich werde da sein. Das weiß er sicher schon. Und jetzt geht. Ich möchte nicht weiter davon sprechen. Wenn wir jetzt mit einer Falle anfangen würden... Naja, wir haben bekommen, was wir wollten. Ich hoffe nur, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Wir sollten zur Libelle zurückgehen und den anderen sagen, was los ist. Wie gesagt, wenn wir jetzt davon sprechen, ist das eine Falle. Machen wir uns doch nur verdächtig. Warum sollte das eine Falle sein? Für jemanden, der sich da rekrutieren lassen will. Das passt nicht. Von daher war das auf jeden Fall richtig. Ja, und der hat echt interessante Thesen oder Ideen, wie das sein könnte. Er muss wirklich noch weiter forschen. Und man merkt auch eins, die Gelehrten und die Philosophen, die verstehen sich nicht so richtig. Die Philosophen scheinen tatsächlich mehr dieser... Frieden, Harmonie zu sein. Aber halt auch himmlische Wesen, wo alles steuern. Während die Gelehrten die himmlischen Wesen verschmähen, kann man nicht sagen, aber halt auch nicht so akzeptieren, dass die das alles lenken. Und für Fortschritt und neue Ideen offen sind. Aber halt auch nicht unbedingt Friede, Harmonie diesen Weg gehen. Und gewisse Theorien aufstellen, die ein bisschen gewagt sind. Ich meine, sie wissen es nicht besser. Ich meine, irgendwo muss man ja anfangen bei Forschung und Theorien aufstellen. Aber die muss man halt dann auch beweisen. Und schauen, ob diese Theorien richtig sind oder falsch sind. Und das ist das, was hier noch fehlt bei ihm. Dass er auch seine Theorien beweisen kann. Ja, gut. Der gelehrte Dongo schien nicht sonderlich überrascht zu sein, als ihr ihn nach den Inquisitoren gefragt habt. Er hat euch zugesagt, ein Treffen zwischen euch und den Rekrutierer zu arrangieren. Somit seid ihr eurem Ziel, in die Festung der Lotus-Assassinen zu gelangen, einen Schritt näher gekommen. Ja. Also, äußerst schwierig hier. Ein Philosoph, mit dem können wir wohl nicht reden, aber da ist noch was zum Lesen. Das fassbare Universum, die Ansicht der Gelehrten. Zu unterstellen, ausgerechnet ich verstünde die Bedeutung oder Wichtigkeit der himmlischen Wesen nicht, ist absurd. Ich zolle im Tempel mein Tribut, weil ich jene ehren, die uns unseren Verstand und unsere Neugier gegeben haben. Der Philosoph Yang missachtet den Kern des Problems, indem er sich hinter seinen Argumenten des Glaubens an die Götter versteckt. Den Gelehrten haben ja in jüngster Zeit einige Entdeckungen zu verdanken, wie etwa, wie sich die Wolken bilden.
Aber die Philosophen unter der Führung von Yang lehnen diese Theorien ab, ohne sie sich richtig anzuhören. Wie können wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, wenn wir uns weigern, neue Ideen und Konzepte aufzugreifen? Die Philosophen wollen, dass wir uns an unsere Traditionen klammern, selbst wenn es unseren Wohlstand kostet. Ja, die können sich echt nicht... Die sind sich echt nicht... Sie sind echt nicht gut aufeinander zu sprechen. Das fassbare Universum, ein Schlusswort. Die Welt, in der wir leben, ist nicht so einfach geordnet, wie uns der Philosoph Yang das in seiner Abhandlung über das fassbare Universum glauben machen will. Seine Hypothese, dass unser Wetter und die Jahreszeiten durch das Wirken der Götter bestimmt werden, ist zwar interessant, jedoch nicht mehr als ein übermäßig kompliziertes Märchen. Die neuesten Forschungen unter der Leitung des Gelehrten Dongo haben ergeben, dass Wetter und Jahreszeiten von weit mehr abhängen als den Launen irgendwelcher göttlichen Wesen. Unser Universum besteht aus fassbaren Bestandteilchen, die man genau bestimmen und messen kann. Da hat wiederum die Gelehrten recht, auch in diesem... Oh. Stufenaufstieg, sehr schön. Ah, und guck mal, da hinten ist der Ding. Sieht ein bisschen spanisch aus, hätte ich gesagt, oder? Kommen wir gleich dazu. Die Zeit der großen Dürre zählt zu den... ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon gelesen. Lasst uns jetzt mal hier lang gehen. Oh, Moment. Und Stufenaufstieg wollen wir natürlich machen. Ich hätte gesagt, Fokus braucht man nicht ganz so viel. Geist meine ich. Ja, Fokus, das passt. Weil wir mit dem Schwert auch keinen Fokus verbrauchen. Seele sind wir ziemlich hoch, aber Körper sind wir ziemlich weit unten. Das war die. Ja, ich würde sagen, wir machen das so. Und hier könnten wir Schadenerhöhung machen. Da sind wir ungefähr gleich stark jetzt mittlerweile auf 100%. Aber ja, ich würde sagen, hier machen wir auf jeden Fall noch... Ah, machen wir das doch so. Machen wir die Schnelligkeit rein, weil Schnelligkeit, habe ich festgestellt, die bringt richtig viel. Da kannst du die Gegner dann zurückstoßen und so ein bisschen stunnen quasi damit, weil sie zurückgestoßen werden. Und das passt eigentlich ziemlich gut. Also Schnelligkeit finde ich sehr wichtig in dem Spiel. So, jetzt haben wir noch 3 Punkte. Ich glaube, für das hier langt es nicht. Da brauchen wir 6 Punkte, ja genau. Gehen wir noch beim Sturmdrachen vorbei. Ja, das passt. Beim Sturmdrachen, das finde ich nämlich auch gut, mit dem Gegner richtig zu stunnen, zu betäuben. Und wenn man da die Betäubung, die Wirkungsdauer, wie lang sie betäubt sind, erhöhen können, fände ich das ziemlich klasse. Okay, nächstes Schreiben. Das fassbare Universum, Standpunkt des Philosophen. Obgleich der Gelehrte Zhao Xiang in der Entgegnung zu meiner Abhandlung über die stoffliche Welt einige interessante Punkte aufgeworfen hat, beunruhigt mich sein mangelnder Respekt für das himmlische Meer als sein mangelndes Verständnis der Welt um ihn herum. Ich stimme hinzu, dass sich viele Aspekte unserer Welt nicht durch himmlische Einflüsse allein erklären lassen, doch ungeachtet der wissenschaftlichen Forschungen und Entdeckungen des Gelehrten Dongo ist es stets die Gnade der himmlischen Wesen, durch die wir lernen und das Erreichte bewahren. Ohne ihre Führung und ja, auch ohne ihren Segen. Und auch ihren Segen müssten wir rasch erkennen, dass uns nur Forschung und Verständnis der stofflichen Welt bei Weitem nicht genügen, um zu überleben. Ja, also die zwei, die sind sich echt spinnefeind. Da haben wir noch den gelehrten Zheng Yu. Ich frage mich. Ja, das müsste noch passen. Ich hoffe, das ist nicht ein zu langes Gespräch, sodass es alles noch passt für die Folge. Guten Tag, Fremde. Entschuldigt bitte, dass ich euch so direkt anspreche. Ich habe euch ankommen sehen, als ich in der Schenke war. Eure Flugmaschine ist ja das reinste Wunderwerk. Ich habe übrigens den Prototypen eines neuen Fluggeräts entworfen und ich hoffe, dass ich die Mittel besorgen kann, um ihn eines Tages zu bauen. Die anderen Gelehrten sind allerdings nicht sehr interessiert an meinen Erfindungen. Gemach, ich hätte ein paar Fragen. Oh, verzeiht. Die Lehrmeister ermahnen mich ständig, nicht so hastig zu sein. Was wolltet ihr denn fragen? Alles. Erzähl mal, wer bist du denn und was ist deine Aufgabe? Oh, ich bin der Gelehrte Zheng Yu. Ich gehöre zur jüngeren Gelehrtenelite. Ich stamme ursprünglich aus dem Armenviertel. Aber mein Oheim hat mich hierher geholt, als ich 10 Jahre alt war.
Er wusste, dass ich ohne gute Ausbildung niemals etwas werden würde. Seither lebe ich hier bei ihm. Dann erzähl mal über die Kaiserstadt ein bisschen was. Ach richtig, ihr seid ja fremd hier, nicht wahr? Ja, also, wo fange ich denn an? Es gibt so viel zu erzählen. Die Stadt hat mehrere wichtige Bezirke. Und dann werden natürlich auch viele Dienste angeboten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann erzähl mal. Es genügt, wenn ihr mir von den wichtigsten Orten erzählt. Genau, das nehmen wir. Die wichtigsten Orte. Gut, mal sehen. Das hier ist der Garten der Gelehrten. Hier leben fast ausschließlich langweilige alte Philosophen und Gelehrte. Dass die spinnefeind sind. Weiter unten in Richtung Stadt liegt das Viertel Goldene Straße. Dort leben und arbeiten viele betuchte Leute, von denen sich hoffentlich einige bereit erklären werden, die Mittel für eine meiner Erfindungen zur Verfügung zu stellen. Dann wäre da das Marktviertel nahe der Stelle, wo ihr gelandet seid. Das ist der wichtigste Handelsplatz der Stadt. Es ist ein interessanter Ort, zumindest finde ich das. Dort findet ihr auch den Pfad zur Schule Schwarzer Leopard, gegenüber der Arena, auf der anderen Seite des Flusses. Ich bin noch nie dort gewesen, aber sie ist einen Besuch wert. Dann erzähl mal, welche Dienste angeboten werden. Einer der besten Orte der ganzen Stadt ist die Arena. Erzählt meinen Lehrmeistern bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Wenn ihr die Arena besucht, lernt ihr auch die Schenke zum Herz des Kaiserreichs kennen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Läden und Händler, die alle möglichen Waren feilbieten. Ihr findet sie alle im Marktviertel. Dann erzähl mal mehr über die Schenke. Ich soll eigentlich nicht dorthin gehen, zumindest nicht während meiner Studien. Aber die Versuchung ist groß. Man sagt, sie sei die beste Schenke im ganzen Kaiserreich. Dort kann ich sogar besser nachdenken als anderswo. Ich sitze gern in einem der oberen Räume, trinke ein Schlückchen Wein und lasse einfach meinen Blick über die Stadt schweifen. Oder über die Arena. Wenn du schon über die Arena anfängst, dann erzähl mal was über die Arena. Ich habe eine Vorliebe für die Arena, muss ich gestehen. Auch wenn ich mich dafür schuldig fühle. Als kleiner Junge habe ich davon geträumt, in der Arena zu kämpfen. Aber mein Oheim hatte andere Pläne. Auf jeden Fall gehört es zu den schönsten Erfahrungen überhaupt, den Kämpfen dort zuzusehen. Ihr seht aus, als hättet ihr selbst das Zeug zur Kämpferin. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr mit Qui dem Werber sprechen. Ihr findet ihn meist in der Schenke zum Herz des Kaiserreichs. Werden wir auf jeden Fall noch machen. Andere Fragen aber über gern. Die Stadt. Was möchtet ihr denn wissen? Wichtigste Orte, Dienste. Nee, das war's. Das war's. Dann erzähl mal was über die Hand des Todes. Also, das ist wahrhaftig keine alltägliche Frage. Die meisten Leute sprechen nicht gern von ihm. Ihr solltet vorsichtig sein, wen ihr über ihn befragt, wenn ich euch einen Rat geben darf. Ich glaube ja nicht an abergläubischen Unsinn, aber trotzdem möchte ich seine Aufmerksamkeit lieber nicht auf mich lenken. Er ist sehr mächtig und sehr gefährlich. Das kann ich sehr gut verstehen. Es gibt sogar Leute, die andeuten, er habe gewissen Einfluss über unseren ehrenwerten Kaiser gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber möglich wäre es vermutlich schon. Kaiserstadt, interessante. Habt ihr in letzter Zeit interessante Gerüchte gehört? Das hat man noch nicht. Dürfte auch das letzte sein. In einer Stadt wie dieser gibt es immer Gerüchte. Manche Leute sagen, die Geister sind erzürnt und greifen unschuldige Menschen an. Ein anderes Gerücht besagt, der Kaiser liege im Sterben. Aber ich würde nichts davon glauben. Nur weil man den Kaiser eine Weile nicht gesehen hat, heißt das doch nicht, dass er krank ist. Vielleicht zieht er einfach nur die Einsamkeit vor. Was könnt ihr mir sonst noch über den Kaiser erzählen? Der Kaiser ist ein weiser und mächtiger Mann. Wie hätte es ihm sonst gelingen können, die Dürre vor vielen Jahren zu beenden? Ich war damals noch nicht geboren, aber ich habe davon gehört. Es stimmt, dass er in letzter Zeit selten zu sehen war, aber ich glaube nicht, dass man sich deswegen Sorgen machen muss. Das Kaiserreich wird nicht gleich auseinanderbrechen, nur weil er nicht da ist. Vielleicht ruht er sich nur von all der harten Arbeit aus. Keiner hat eine Rast mehr verdient als der Kaiser. Und eine Frage, ja, ihr hattet vorhin etwas von Geistern erwähnt. Ich denke, das sind nur Gerüchte. Ich habe keinen einzigen Geist gesehen, weder einen erzürnten noch sonst einen. Wenn die Geister über irgendetwas erzürnt sind, warum sind sie dann jetzt nicht hier? Sei froh, dass sie nicht da sind. Wenn ich es mir recht überlege, ich kenne noch nicht einmal jemanden, der einen Geist auch nur gesehen hat. Jetzt kennst du jemanden? Ich verwende meine Zeit und meine Energie lieber auf reale Dinge. Den Prototypen eines neuen Flugapparats zu entwerfen.
So etwas ist wichtig. Deswegen hat er mich angesprochen mit Flugapparat. Ganz am Anfang. Okay, das war's dann. Gewiss. Ich muss jetzt gehen. Ich wünsche euch glückhafte Umstände. Na gut. Also dann auf Wiedersehen. Mich wundert's nur, der sah so aus, als ob er unbedingt über das Flugapparat reden wollte mit uns. Aber kein einziges der Gesprächsthema hat sich darüber jetzt gedreht. Na gut. Wie dem auch sei, ich würde sagen, ja, machen wir mal Schluss. In der nächsten Folge schauen wir uns diese Gärten näher an. Donko haben wir schon geredet, da müssen wir nur zurückkehren. Dann ist es noch der Fremdländer und natürlich noch der Schauspieler. Okay, bis dahin macht's mal gut. Bis zur nächsten Folge dann. Und tschüss.